Diana. Dann Sona. Sona. Bist du dieser Season? Wusste ich gar nicht, wie sie sich anhört, Sona zu bannen. Oh, ich auch nicht. Ich weiß auch immer noch nicht. Der Sound Und ist giga jetzt. fuckt bei mir, weil ich Also, ich bin das. gestern 17 Mal gestorben mit Sona auf Top Lane. Ich fand das nicht Habe so ich gut. gesehen, war ja absolute Katastrophe. Ich hab ihn komplett runtergerannt. Yo, ich dachte mir auch, was machst du da? Aber ich Jarvan hatte Lass ihn trotzdem Most Tim Damage. Feichtinger. Ja, bitte. Eieiei. Was noch? Wann? Kartus, würde ich sagen. Ja, Hab's Kartus. raus. Okay. Mach Kartus Also, raus. Raka ist ja strong in Kartus, aber war ruhig Kartus. Ah, weiß ich nicht, ey. Ah, das ist immer, naja. Ich glaube nicht, dass die diese Röcke offen lassen jetzt. Ja, glaube ich auch nicht. Glaube ich schon. Aha. Like, die Ja, haben glaube ich wirklich auch. Jarvan Oh, gebannt? nice. Insecure. Gut, und dann Set würde ich first jetzt, jetzt oder ich würde was? hier für First Pick Zed gehen. So. Auf die Gefahr hin, dass die vielleicht Cassio picken, aber sonst haben die eigentlich keine Antworten darauf, glaube ich. Dann Oh, schnell, sehr gut. männlich. Ah, ist Confidence. Da ist der Kevin Ah. einfach dabei. Da weiß er, Fäuste schwingen, Attacke. Sicher. Ein Thresh-Ban, die sind ja echt cocky, Unsere ey. AD-Jungle-Optionen sind natürlich jetzt aufgebraucht. Fast. Bis auf Lee. Jetzt, also Lee hätte ich jetzt schon noch gesehen, aber ich würde, wie sieht's aus mit Gragas? Theoretisch schon, ja, ist möglich. Finde ich gut als Teamfight-Option. So. War das? War das mit so einem Braum gegen den Ornn schon mal so reingeworfen? Ja, so Braum-MF fände ich jetzt ziemlich strong. Könnt ihr Oder halt machen. Braum-Gragas können wir auch mal. Die Aber ich waren halt würde sonst nicht Jungle Jungle eigentlich so. gerne Ich noch würde aber jetzt abwarten, Jungle wenn picken, es so. Ich würde okay Gragas einfach wegnehmen. Gragas ist einfach beste Jungle Okay. überhaupt. Okay. Wollen wir jetzt für Wer AD gehen oder pfeift für denn da? Braum? Ich könnte Braum hier tatsächlich stark, aber dann verlieren wir ja natürlich den Standard. Natürlich ist Braum gut gegen Ornn so, aber ich glaube nicht, dass Braum für euch viel macht. Also ich würde wahrscheinlich hier entweder Six direkt blind picken. Kannst ja. Ja. Dann machen wir Secure mal Six hier. Was ist das für ein Pfeifen? Ja, Das ist ein mega weirder irgendwie. Draft, so von der Reihenfolge her, aber ist glaube ich fein. Ihr secure die ganzen guten Picks eigentlich. Gut, die Gegner haben jetzt auch keine schwachen Picks, aber wir kriegen schon das, was wir wollen, stimmt. Hat jetzt jeder mal Felios jetzt angeguckt in der Woche, wo er nicht gespielt haben? Nicht, dass wir wieder hören, der hat mich aus 80.000 Metern one-shottet. Oder auch, Jungs, ich kann nichts machen, ich weiß nicht, was der Champ macht. Nö, ich weiß immer noch nicht, was er kann. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Top. Einfach ranflashen. Atrox. Das Ornn Mitte? Oder Atrox. Atrox Mitte? Ja, aber egal. Also, ist fein für euch bei den Matchups, no? Ich denke Ist auch. okay, ja. Kann auch on Support werden, aber es wäre halt super weird. Was jungelt der jetzt noch so? Wir haben Lee Sin und so ein Bums noch, ne? Was hältst du hier von einem Ezreal? Nicht viel, um ehrlich zu sein. Lee Sin-Bann fände ich ganz gut eigentlich. Aber das ist ein Counter-Matcher, was du hast, ne? Ja, aber ist trotzdem nervig für jedes Aber der hat 2v2. halt nicht mehr, also der hatte Ja, dann bannen wir Lee Kha'Zix Sin hat er von mir noch aus. Wenn einmal. er Aber die, rollt, ja, also können ist wir machen, fein. aber die brauchen jetzt generell noch irgendwie Magic Damage, Oh ne? ja, true. Dann Lee bannen wir Braum, wenn du vielleicht? nichts weißt. Wenn du nichts weißt, bann Braum. Jetzt habe ich schon Lee. Und noch Elise mal vielleicht? Wen? Elise? Elise. Der Könnte hat man hier auch noch noch Lust. so. Ja, was Hat ist hier denn noch sonst sowas an wie Magic Talia Damage oder drin? so? Der Talia ist ja. spielt ja gar nicht, glaube ich. Talia ist ja gegen Talia unsere Combo auch. Auf Ein Clover. Game hat der. Talia spielt ja. Talia, ja. Ein Game hatte der. Ich 15-9 würde deswegen. lieber eine Elise raushauen als eine Talia. Ich glaube, Talia ist Ja. mit eurer Comp echt einfach zu holen. Ja, Ja. glaube ich auch. Was der auch noch machen könnte, ist Oh, eventuell die über die Yuumi Respect-Buns. rausnehmen oder selbst den Braum rausnehmen, weil Braum gut ist gegen Ja, Gragas. die wollen safe den Braum. Die Ja, waren das war ja klar. gerade nicht, wenn Ja, die. lass Die Braum wollen bannen. 100% Braum. Dann bann mal Ja. Braum. Muss halt sagen, ich sehe mich jetzt noch nicht so ganz auf der MF hier. Worauf siehst du dich denn? Ja, weiß ich noch nicht. Das ist halt Double Engage mit Aatrox Diving. Ist ohne Peel mit Thresh ist schon hart. Also wir können jetzt hier was ganz Verwegenes machen und erst Xayah Yuumi Rakan. probieren. Wir könnten Xayah Rakan oder Ezreal Yuumi, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Aber wollt ihr erst Yuumi probieren? Was mit Xayah Rakan? Probieren können wir es. Ich glaube, Aber Xayah Rakan verliert halt gegen Aphelios Leona einfach wir können legit. auch Ezreal Rakan spielen sonst. Aber Rakan ist ja bad gegen Leona. Ja, aber Also nicht mal ich sehe Rakan. hier Rakan sehe Ezreal, ich to be nicht. Also, honest, wenn du Ezreal schon. siehst, pick ruhig Ezreal, das ist schon mal Ist halt die gut. Frage, wie wir engagen.
Will ich irgendwas contesten, wenn es even ist, wenn die Vision haben? Ist ein bisschen schwer. Was haben wir noch für Picks? Billion könnte ich spielen. Nautilus finde ich. Nautilus wird hier nicht reinpassen, ne? Was mit Morgana? Wollen wir Yumi mal machen? Jungs, was mit Morgana? Wir sind doch ein EDC-Team eigentlich, oder im Herzen. Können wir machen. Was mit Morgana? Bei Morgana? Was, ja. Morgana sehe ich gar nicht, Alter. Ja, dann sehe ich auf Yumi, komm. Oh mein Gott, Alter. Komm, mach! Ich gehe bei Exhaust-Heal, oder? Also, Cassidy wäre jetzt schon bitter für uns. Ja, aber dann müsste der ja in Aatrox Jungle spielen. Ah, gut, das stimmt. Geht mal Komet auf Yumi? Das ist Orange Jungle, ne? Das ist Orange Jungle. Was ist denn hier passiert? Okay, dann muss ich sagen, ich bin überrascht worden, aber ist okay. Warum? Ich überlege, ob ich ihn mit Clans spiele. Giga-Plot-Twist, das ist Leona-Jungle. Das ging Aphelios, der mit seiner Gravity-Gun einspielt. Swappen die da rum, Alter. Die wissen auch schon, dass nach dem 20. die nicht mehr swappen. Ja, ja, ich denke schon, ja, dass sie das wissen. Kutsch, meinst du, du kannst mich am Leben halten, wenn Aphelios mit seiner Ult engaged, oder soll ich Clans spielen? Kutscher? Keine Ahnung, ich meine ihn nicht. Rücki, was meinst du? Ich überlege hier Clans. Ich bin einfach Clans. Ich bin einfach safe, so. Du kannst einfach Clans gehen. Ich glaube, TP ist auch gar nicht mehr so gut. Ihr werdet sowieso ein bisschen behind fallen. Mit Yumi ist TP aber immer gut, ne? Nee, geht nicht mehr. Yumi kann nicht mehr. Ich bin retarded. Ja, bisschen. Ja. Also ich, ja. Das also ich sehe unseren Draft, muss ich sagen. Ihr könnt ja nicht diven eigentlich, ne, mit Ornn und Kassadin. Also ich habe Free Scaling für Bot eigentlich. Wenn ihr nicht. Was merkst man denn auf Yumi mittlerweile eh? Was ist doch nicht? Noch Q, Damage. Nee, hat man lange nicht mehr gemacht. Also ich habe immer noch Q. Die Frage ich irgendwie nicht beantworten. Musst du mal sehen gegen die. Die Stärke von Yumi kommt ja in Heal, ja. Ich guck mal kurz nach auf Vorbild hier. Okay, aber wir haben Midlane, Dauprio und die haben Orn Jungle, so. In der Theorie sollte man ja recht gut reinkommen, ne? Ja, Orn Jungle ist schon nicht schlecht. Aber ne? Jetzt nicht die krasse Kill-Pressure im Jungle mit Gragas auf Orn, aber... Na, du kannst doch gegen Aatrox denken. Also, du kannst ja Top 2 spielen. Ja. Ne? Ja, also Smoothie hat Q 4 Punkte und dann E-Max. Yeah. Wollen wir, also spielen wir für Topside? Ich komme gleich. Es gibt aber auch Leute, die E-Maxen. Ne? Dann gebe ich euch vielleicht mal so einen Tipp. Ja, wenn nicht, setze dich kurz ran, drück hier wieder, falls der Six nicht läuft. Also die meisten machen so 3 Punkte in Q und dann E-Max. Ich muss jetzt kurz meinen Sound fixen, Leute. Nee, ich müsste eigentlich recht fix fertig sein. So, Test. Test. Ja, supi. Guckt wegen der Welt. Bin ein bisschen spät, aber ich glaube, war das hier? Ja, wir haben Yumi, die kann halt nicht covern. Ich warte hier rein und gehe dahin. Nee, ich kann ruhig. Dann covert halt keiner. Kevin covert 2 Seiten. Okay. Ja, ist okay. Also ich muss sagen, super late wird natürlich tricky, weil wir nicht so wirklich Kontrolle auf den hier aufbauen können, ne? Wo startest du, Tim? Botzeit. Also ich glaube, gegen Orn, Kassadin, Fidus wird later super schwer. Aber ich würde gerne Dings warden gegen Kevin. Wir haben halt mitgehen wieder harten Spike, ne? Mich auf 2 Items, dich auf 2 Items, so. Ja, und wir sollten halt wirklich, also ich sollte mit dann einfach Prio aufbauen. Und dann sollten wir da den ich denke mal den Aatrox rausmobben, ne? Ich meine, die haben auch extrem schlechten Rave-Clip, wenn da Fidus nicht den Flammenwerfer hat. Also wir können doch einfach mal gucken, ob wir mitgehen, einfach ein bisschen Aram spielen mit unserer Pokémon. Ich glaube, wir Power Spikes haben definitiv. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall. Also die haben halt Leona Orn engage. Ja, müssen halt spielen, ne? Wir müssen eigentlich ganz gut klarkommen. Also das ist ja unsere Comp, dass wir dagegen klarkommen müssen. Ja. Generell ist das hier wahrscheinlich eher wieder so eine Peelback-Comp, ne? Also. Ja, das sowieso. Komplett rein ins Laufen lassen und dann alles töten. Ja. Minimal, ich jump rein, bam. Der Ornn hat Spellbook dabei, ne? Also passt auf Ignite und so ein Shit auf. Der hat nicht Bot gestartet. Der top. Red Bot. Ja, das war Top-Set schon. Aber wo der hingegangen ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Richtung Golems. Ich werde Botset erstmal kurz clearen, vielleicht gehe ich Base und hole direkt Predator. Oh. Wir haben Botlane Early Level 2. Be careful, Botlane Level 3 Gang von hier, ne? Ich werde bitte einen fetten Slow Push ansetzen und dann auf den Recall.
dann mit Item Power Spec auch wieder Cure haben. Ja. In Sekunden Cure, Ich habe mit Predator, Pink und Oracle Lens. Okay. Ja, wir lassen uns erstmal ein bisschen reinpushen hier. Ja, hier passiert nicht viel. Ich mal Warden. Ich geh Base. Warte hier kurz. Mhm. Wo waren wir die Pinks hinstellen, Tim? River einfach Pixelbusch, oder? Beide Seiten dann einfach. Ja, ja. Okay. Weil wir versuchen. Wie sieht Botlane Prio aus? Können wir beide Kamen contesten? Nee, ungefähr so. Even. Aber die sind halt im All-In auf jeden Fall deutlich stärker als wir gerade. Okay. Also, Botlane würde ich gerade nicht contesten, glaube ich. Ornn ist auch schon da dran wahrscheinlich. Okay. Ornn wird schon Botzeit in der Krabbe sein. Kannst du den nach Botzeit gewordet? Ja, einfach Ezreal ein bisschen warten, bis man Mana-Mion hat, da so Schienen und so, dann anfangen langsam. Der wird jetzt hier pushen, top. Wir haben jetzt hier auch so einen Slow Push noch, solange zu denen. Nicht geordert hat. Ja, Ornn ist safe gleich Bot. Lassen die Wave halt einfach. Ornn ist da, Ornn ist da, Ornn ist da. Kann kommen. Theoretisch. Top meinst du, ne? Ja. Ich hab einen 5 Sekunden Ward. Ich auch. Ah. Ja. Habt ihr was bekommen? Ne. Den Damage. Der hat Dings durchgekriegt. Ich bin Warden wieder. Ich pass. Ich geh mal die hier checken. Jo. Ja, Ornn hat gleich Vögel gemacht. Wir verlieren jetzt halt ordentlich CS hier. Den Gun. Also Jam? Nee. Super low hier. Ich kann auch Richtung Top-Land gehen. Das ist ja richtig behindert jetzt. Wieso konntest du nicht jumpen? Weil die mich gecancelt hat. Und dann hat man 5 Sekunden Cooldown. Ich geh hier Warden. Nice. Ja, wir können. Aber womit hat sich drauf gecancelt? Ja, ja, mit der E. Soll ich Bot TP'en für die Wave und du gehst Mitte? Nice. Oh, noch hoch. Ich bin tot, I guess. Das ist okay, ist fein. TP auch noch gezogen. Nice, kein Assist sogar für Kassadin. Ja, dann bleibt richtig gut. Ja, da musst du einfach chillen, bis du nicht mehr CT, bis du dann jumpen, ne? Ja, ich wusste nicht, wie die Interaktion jetzt ist mit der E. Kassadin ist dumm. On zu meinem Blue Move. Ich hatte noch keinen. TP Top, nevermind. Also, du musst. Das bitte? Selbst wenn man nicht mit Jump interrupted wird, hat man 5 Sekunden Cooldown. Können wir die Sumps wieder time? Ja, ohne Ahnung. Der Fair ist jetzt pretty strong. Gut, dass du zumindest noch Return bekommen hast. Flashen, ne? Ich könnte ja hinter TP'en, aber da kriegen wir nicht, ne? Ich komme auch. Leona kann roam. Oh, ist gut, der hat geflasht. Okay. Ornn rappt das. Ach, du bist nicht mal selber geflasht? Nö. Nice. Hab den Eiskalt gerackt. Den Eiskalt gerackt. Oh, war richtig angenehm. Ornn weiter in Botside. Krabbe Botside spawnt auch, aber die müssen wir, glaube ich, droppen. Ja, wir verlieren halt extrem viel, die können aber die dann perma freezen. Ah, versuchen wir mit Qs zu fahren. Aber hier wo angehen kurz, ich place. Ja, ich werde mit Qs fahren, aber ich verliere trotzdem immer eine Wave. Also ich verliere trotzdem immer 3-4 CS pro Wave. Wir sollten wahrscheinlich versuchen Deep zu holen, dass wir wenigstens Aggro spielen können, so ein bisschen. Da kriegt ihr Tobi Tropfs Maul. Ja, aber Olli noch auf jeden Fall, aber wir können die poken, wenn wir wissen, wo der Ornn ist. Ich werde mal hier Ornn gehen. Soll ich euch auch einen auskämpfen zu pushen? Oder kaputt? Ornn ist noch bei mir. Oh, läuft. Allein hat die Idee. Ja. Komm mal. Hoi. Ja, die ist gut gechunkt, Alter. Gerade. Was? Leona no Flash, Leona no Flash. Du musst einfach mich wieder ein bisschen poken lassen, dann ist das voll easy, weil. Ja. War super close, ey, mein E ist gerade abgekommen, so ich einfach dead. Können wir hier bei der Krabbe? Oh, ist schon gone. Ja, der Ornn hat die voll gemacht. Die Welfen haben mich Träne. Der hat keine Pots mehr dafür, Jas. Jo. Ornn ist wahrscheinlich bald 6 sitzen, oder? Ja, Ornn ist hier. Ornn ist 6. Okay. Hat Ornn ult raus. Giga greedy. Nice.
Ja, wieder übel viel. Ah, bin nach Redbuff, bin ich auch selbst. Kannst du mit uns Bot auspushen? Die freezen ja jetzt schon wieder die Lane. Ich kann halt 6 kurz holen, dann können wir, wenn die Green sogar die killen. Ich geh mit einmal Base. Ach, hier ist es Mist. Die, ich glaube, die machen Drake gerade oder so. Oder ja, kommen von hinten gleich nochmal. Bane steht halt schon wieder ultra scheiße für uns. Hier ist es hier. Leona will jetzt auch gleich 6. Die wollen auf jeden Fall was. Ich hab TP auch. Leona ist low, also Leona ist low. Ich geh mal rein. Bin auch da. Aber ich mach übel Damage. Wir können das übel spielen, ey. Kasadin ist Mist, aber der müsste eigentlich basen. Meint ihr, Ornn ist da? Der keine Ult mehr. Ich glaub, der geht eher zum Blue. Ja, die werden jetzt resetten. Ornn ist Topside. Der geht verherrlt, oder was? Ich glaub, der geht verherrlt. War der nicht bei den Golems? Push bitte durch. Der ist hier durchgelaufen. Wollen wir beide gucken gehen, oder was? Ich kann ja, da kommen auch. Ich komme. Wir könnten auch hochswappen für den Herald, ne? Dann sollen Solo und ich kommen? Weiß ich nicht. Erstmal nicht. Guck erstmal. Ich gehe 100 Pro, der ist da. Naja, der hat nur gepinkt. Oh, nee, der macht den. Ich bin da. Ich komm. Leona kommt aus der Base. Komm, Leona kommt aus der Base. Ich hab keine Ult. Habt ihr gehört? Wir sind halt super spät da. Ich hab noch Flash. Ich disengage. Ah, das war. Guck mal, ob ich den ziehen kann. Oh, schade. Können wir den unten all in oder so? Ich hab ihn halt. Hälfte, aber ich hab Exhaust ab. Vielleicht können wir überraschen. Als geht? Ja, wir können es probieren. Weil der wird wahrscheinlich nicht green. Muss der Typ noch den Kill kriegen, Alter. Leona Mitte. Leona Ult ist raus. Right. Kasadin Flash. Ich kann halt gefühlt schon wieder überhaupt nichts machen, Alter. Das gibt mir Flashbacks von jedem scheiß Game. Leona Bot. Ich hab TP ab. Ja, das wird sich jetzt generell häufig machen, ne? Also 2v2 werden die halt nichts bekommen hier. Aber Yumi kann halt nicht mit roam. Yep. Jo. Keine Ult, ich glaube, wir können da schon ein bisschen. Kassadin müsste TP wieder abhaben. Was? Wir gewinnen halt kein 2v2 gegen die, ne? Wieder Q? Die können uns halt einfach runterrennen. Ich hab keine Ult ab oder sonst irgendwas. Wir kriegen weder den Kassadin noch den Ornn tot. Jonas HVHP. Oh, ich komm trotzdem, fuck das. Aphelios eine Ult. Damage. Wollen wir runter move'n, Johnny? Ja. Move'n Bot? Ich hab eh Flash ab. Wir haben hier also, einen kannst du auf die Leona? Ja. Ich hab das eh. Nee, hab ich nicht. Ah. Ich hab daraus der Ult rausgeheilt. Ich hab noch Ult. Leona. Würde ich kriegen. Hast du das auch da? Hab ich. Nice, immerhin. Lass ihn jetzt hier, ich hab Exhaust. Der hat kein Flash, der hat kein Flash. Eine Pause machen? Der ist wieder da. Tim? Damage. Base der da gerade, oder was? Nee, wir werden gerade gedived. Aber Tim, der Ornn ist gerade unter den Turret geäht. Ja, ich Exhaust. Wie spielen wir das? Nee, User in your channel timed out. We don't wanna dive to, don't worry. Ich glaub, die sollen das weiterspielen. Ich glaube, wir können das turnen. Ich weiß nicht, ich hab 500 AP. Ich glaube, ich bin einfach One-Shot, to be honest. Kann ich auch mal heilen? Ich hab Exhaust ab. Also soll ich nach links gehen, oder was? Ja, ich muss nach links gehen. Ich weiß nicht, wie wir das spielen wollen, um ehrlich zu sein. Ja, wahrscheinlich. Also ich werd halt so oder so jetzt gewone-shot wahrscheinlich. I'm starting. Oh. Achtung. Geh einfach nach links. Die dive uns gerade, Tim, ne? Ja, ich weiß, ich bin da. Wir gehen raus. Herald. Ja, der Tower ist down. Ja, der ist durch. Kein Mana mehr. Ich hab auch kein Mana. Nee, wir müssen hier raus. Run. Kassa ist wieder Mitte gleich. Kriegst du den Dash noch? Wir werden jetzt hochswappen. Leona nochmal Bot. Also die war gerade hier. Ich glaube, die gehen auf den Drake, oder? Das kann gut sein. Können wir nicht contesten. Leona hinter dir.
Hinter mir. Da war er. Über hier. Hat er gewartet. Okay, was machen wir jetzt? Der Pferd ist jetzt schon pretty strong. Ich brauche halt noch eine Weile, bis ich meine Spikes habe. Wie viel? Ja. Also ich kann, ich denke, wenn die jetzt einfach Mitte siegen, kann ich das, glaube ich, relativ lang treffen. Da kannst du nicht mit Sideline gehen und ich kann das hier allerdings ja nicht ganz gut. Mit dem Blue Buff, dann kannst du Wave gehen. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das Sideline gegen den Kessel gehöre. Johnny? Kann. Ja, ich muss ja gerade Wave gehen. Ich bin Mitte. So. Ja, sorry. Da ich glaube, wenn ich ja, also alleine kann ich ja Sideline nicht viel machen gegen Kessel. Ja, aber ihr könnt doch zu zweit gehen. Ich kann ja Mitte alleine halten. Sicher, dass du nicht einfach gleich bist. Der Owner hat einfach TP, ja. What the fuck? Der runter TP'd vorhin? Ja, dann hat er es nicht mehr. So. 2 Sekunden habe ich da Q. Ja, also dann hast du, dann gehe ich von mir aus Bot, spiel das Dev, aber ich ab glaub, dem Moment, wo du dein Powerspike hast, groupen wir dann einfach ja. Mitte und Poké. Ja. Okay. Dann ist das aktuell der Plan. Du bist gerade Ad-Hox. Der hat Graviton, ne? Der will jetzt wieder Engage forcen irgendwo. Team Drake. Können wir hier Vision holen? Schwierig. Hier ist Pink. Wieder Q. Horn ist Mitte. Achtung gegen Ult. Ja, das Ult theoretisch. Ult benutzen? Ja, gut. Kannst du den Spot? Du kannst gleich Mitte Backup geben da. Ja, ja. Könnten hochmoven. Meine sind noch hier. Ich hätte immer noch Graviton Ult, ne? Pass auf. Ja. Ich hab gleich Loons ab. Können wir hin? Die Ult? Ja. Er ist gelootet. Joa. Der hat mich gewonshottet. Ah, Shutdown, war gut. Der hat mich einfach gewonshottet. Also, die moved. Kassadin bleibt weiter miss. Jetzt kurz auf mich warten, Sola. Ich bin sofort da. Er ist auch gerade miss. Ich hab Loots jetzt ab, ich gebase. Ich glaube, hier brauchen wir auch noch einen Pink. Ich werd den, glaube ich, selber setzen gehen. Willst du da noch einen Bottom MF? Ich bin halt echt hart behind. Aber dein Powerspike ist ja auch relativ billig. Ja. Dauert aber trotzdem ewig. Er rollt es gleich ab. Ich bin auch jetzt nicht super weak, so. Was der Fedios da gerade schon wieder mit mir gemacht hat, das kann ich gerade noch nicht machen. Drei Sekunden Q. Gehen wir den Herald ab, aber dann laufen wir halt Gefahr, dass sie Mitte easy einreißen, ne? Ah, wir können aber nicht ab. Wir können nicht fighten. Ja. Wir sind viel stärker als wir. Ja, wir brauchen zumindest das Double Trinity Force Ding da. Sekunden Q. Jonas, ganz gut gechunkt gerade. Also mein Trinity Force dauert halt noch 2.500 Gold. Kassadin ist relativ low. Könnten Mann. Hochkommen jetzt, Kevin. Ja. Oder die baiten hier. Mach schon guten Damage, Alter. Ich hab 5 Sekunden wieder Ult. Schön. Okay, hier ist noch Ult. Wir haben hier einen Pink Wall. Jonas, 50% kleine Pots. Auch mal hier. Kassadin will hier langsam auf Recall. 6k auf Dings. Kommen wir auf den Aphelios drauf? Der kann ja, alles. Der ja. Nice. Von alle jetzt einmal um? Schöner Call. Hier ist noch Flash. 4 Sekunden Q. Die sind low, ne? Schauen, ne? Das kommt doch, oder? Ja, nur slow, ich move, ich move. Ich hab Ult ab. Kassadin ist Base. Du kannst Top Aatrox von Mitte. Ich würde Mitte für den Turm gehen. Ich würde Mitte vor den Turm gehen. Ich komme. Ja, sobald Leona weg ist, so, wir können ihn jedes Mal mit Yumi Ulti all in. So straight up. Wenn du ja, Zeit hast, dein Audio Interface mal neu starten. Als Musik oder ja, warte. Ein bisschen. Mach, wenn du Base bist oder so. Die müssen jetzt nochmal resetten, die sind beide ziemlich low. Ja, lass Mitte weiter siegen. Geht wieder? Ist wieder? Nee. Selbst wenn der Kasse den. Ja, ist egal, ist nicht dolle. Scheiß drauf. Wirklich. Ich hab W, ne? Also denk dran, der muss 60 super erst. Low sein.
Die wollen rein hier. Ich hole jetzt hier raus, Tim. Ein bisschen Hedge. Oh. War kein Aim. Warum ich da flashe, weiß ich auch nicht. Ich geb out. Wer ist ein Herald? Jetzt so low air. In 3 Sekunden. Soll ich stayen? Ah, ne? Ja, ich schon. Ah, könnt ihr nicht halten? Der 2 ja, nicht. Keine Mana. Oh no. Nee. Oh, ist das auch wieder zugegangen? Jo. Macht er immer, wenn er kurz schon beim Charge ist quasi. Okay. Wenn er den Charge auf. Die gucken hier nochmal nach dem Catch, ne? Okay, ja. Leona war da gerade drin. Kassiert ihn auf. Drake contesten können wir nicht, oder? Nee. Okay. Wir brauchen mehr Pink Ones. Jetzt wird's aber schlimmer. In unserem Jungle. Ja, lass mal passieren. Ich hab keinen Bock so zu spielen. Tim, schaut mal dein Interface nochmal bitte. Ja. Yeah. Die hat jetzt Stormplate, die Leona. Fällt mir super schwer, Vision aufzubauen mit Yumi, by the way. Das ist ja übel schwierig. Ja, ja. Kann ich absolut verstehen. Ich glaube, wenn wir. Also. Geht besser oder immer noch nicht? Jo, ist perfekt. Jo, ist okay, nice. Also, ich brauche halt jetzt noch 1500, bis ich. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt Mitte gehen. Also, das war Aatrox TP. Ne? Ja. Und ich glaube, dass wir ab jetzt, die können uns ja, also so wollen die uns ja quasi engagen, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass wir da dann was spielen können, oder? Ich glaube, wir können. Ich mache übelst Damage tatsächlich, ich kann die auch ein bisschen poken und so. Ja. Ich mache also auch Schaden, so ist nicht. Wenn die zurückkiten, können die nicht viel machen, glaube ich. Weil, also wenn ich hier oben mal auf die Kasselin chille, so, dann verlieren wir das Game halt so oder so. Ja, ne? ja safe. Also ich würde das lieber Mitte siegen und dann halt gucken, ob wir mit Kragis ein Disengage landen. Die Kasselin overstate gerade auch ein bisschen. Ja, I agree. Kevin ist auch ziemlich strong gerade eigentlich, ja? Halt even. Ja? Der kein Flash, ne? Oh, hinter dir drauf. Kasselin ist. Ja, ja. Können wir hier drauf? Okay, Alter, mit der Brain. Kannst du den Kopf von hier so lang? Okay. Ich hau Predator an, die vor. Wollen für dich. Okay, ich bin unterwegs. Können wir da noch was machen? Nein, komm. Onult, Leona ult, Aphelios ult. Sie haben nur noch Aatrox ult ab. Okay. Können wir easy deffen. Ich glaube, wenn die Ulze auf Kudan haben und wir jetzt hier, wenn Tim jetzt ein. Achso, Tim hat auch keine Ulze. Ich hab auch nicht hier. Können wir hier rein? Aatrox ist top. Was hat ihn? Wir sehen uns. Oh, hier? Ult hier hin. Ah, Dings hier bei mir. Hier ist ein Orn. Aphelios krieg ich, glaube ich. Auf Orn? Hinterher, Kevin? Oh, ja. Fuck, Eckart. Was ist der denn her? Hast du komm gleich, ich bin gleich da, ich bin bald da. Ich hab noch einen Source hier. Kassa, den müsste noch von hier kommen, ja. Ich bin jetzt gleich da. Kannst du wieder auf mich drauf? Ja, bin drauf. Kassadin? Nice. Ich hab noch meinen Heal gleich. Kommt. Bleib auf Range, Sola. Ja, kann ich nicht. Wie soll ich denn auf Range bleiben? War das Q? Ich bin noch 2 Sekunden. Nice. Ich hab jetzt 12 aus. Der Champ ist schon ganz schön busted. Yumi? Ja. Ich glaub nicht, was ich gerade an diesem Fight weggehalten habe, Alter. Was ist denn? Jo, sorry. Aphelios kommt jetzt aus der Base. Was haben die am Flash geused? Der Orn hat die Leona geflasht, ne? Leona Flash auf jeden Fall, ja. Recallst du ja, ne? Ja, gleich. Also, ich nehme noch die Wave. Okay, ich hab jetzt gleich Muramana Spike, ich hab jetzt Trinity, ich bin jetzt strong. Ich hol mir die Botwave und dann gehen wir einfach Mitte für Tier 2 oder was? Wollen wir dann einfach richtig Aram mit Kevin? Ich kann Kevin zu einem absoluten Megamonster machen. Ja, also ich glaube, ne? ich glaube nicht so, wenn die uns engagen und wir den allerersten Engage halbwegs überleben, ich habe in 6 Sekunden auch wieder Flash, so dann, ich glaube nicht, dass sie uns töten können, bevor Kassadin Level 16 ist. Und ich glaube, dass sie uns töten können, wenn Kassadin Level 16 ist, also lass mal bitte. Ich habe auch noch Ardent, Alter, holy moly. Ja, der hat auch nur anderthalb Items gerade, der Aphelios. Also wenn können ich jetzt Mohammed habe, dann bin ich stärker. Ich komme mit dir. Ich würde das richtig Aram spielen, richtig dirty Aram. Ja, I agree. Bin gut. Lass einfach richtig schön reinfetzen da, Alter.
Wenn Kevin noch bei Nefaria mitmachen kann. Ja, ja. Stell mal, die wipen immer noch. Die müssen ja mal 15 Minuten warten dazwischen. Aber wollen wir das Midlane machen, oder? Ja, ich würde Midlane. Okay. Aber der Dessen findet ihr jetzt, ne? Wer meint? Ja, who cares? Fuck, geh mal, ich bei dir? Ja, ich wollte gerade sagen, ich gehe zu. Kannst du den von hier unten? Hast du hier im Orden oder so? Warte. Ich hab TP ab, Artfox-Mist. Also ich gehe auch auf meinen schönen WZ-Bild, dann mach ich den Kassel den auch Kassel halt Bot? Pew weg. Aber wir müssen ja halt die Wave schon contesten, sonst kriegt der Kassel halt Free Push, ne? Ja. Ja, ja. Wo ist denn der? Wir müssen aufpassen, ne? Weiß ich nicht, aber ich hab TP ab, also ist egal. Ich bräuch, geh mal hier in Sola, bitte. Die muss wollen rein. Ja, die wollen rein. Kassel, die will von unten kommen. Ja, die versuchen das ja die Zeit lang Collapse zu spielen, aber... Könnte auch theoretisch gerade zu Top-Lane rotieren. Ja. Haben wir ein TP-Ward? Ich TP dahinter. Kassadin. Okay. Gib ihn on. Ja. Ulte rein. Aphelios. Wuhu! Okay. Kassadin als nächstes, wenn er reingeht. Ich bin Fokus. Oh mein Gott. Sorry. Nein. Wo bin ich, Alter? Ich hab komplett getreut. Ich hab dich da reingeworfen. War das was wieder? Nee, gar nichts. Also doch jetzt. Wann? Jetzt ja alles. Auf den Kassadin? Den Ohren als nächstes? Okay, nimm den erstmal. Oh, ich hatte fast wieder hier ab. Oh Mann, wenn ich da wirklich verliere, dann weiß ich, dann gewinnen wir das. Ja. Also ist ja nicht so schlimm gewesen, der Fight. Wir hätten den Helfer gewinnen können. Ja, ich bleib einfach auf mir ein Team, Alter. Ja. Nee, das war aber komplett my bad. Ich glaube, der kann sogar wechseln, aber... Nee, das war komplett my bad. Nee, Bruder, wenn du dir das nochmal anguckst, ich bin reingewählt. Nein, dann will ich auf dich draufgehen, das ist super dumm. Ja gut, dann musst du ja dich trotzdem nicht zur Suizidbomb machen. Ja, die neue Yumi ist super clunky zu spielen, ich darf nicht rumwechseln. Okay. Ja, ja. Drake ich halt jetzt in 5. In jedem Fall schon von Kassadin gewonshottet gerade. Aber ja, ist fein. Ein bisschen weiter weg. Wenn du neben uns stehst, ne? Dann trainen wir den dafür, weißt du? Ja, aber ich muss halt die Ohren Leone ult dodgen. Ja, aber das war doch völlig fein. Also wenn du da gerade den, wie er das verteidigt hat, war mega gut. Ich kann halt, glaube ich, nicht auf Soda stehen, weil wenn er gewonshottet wird, bin ich auch tot und dann haben wir den Fall verloren. Ja. Ich glaube, ich muss einfach. Können wir einfach aggressiv. Nicht wirklich, die sind hier. Wir haben noch nicht gestartet. Oh, wobei? Können wir Mitte priorisieren und dann reinrotieren? Bin noch nicht da, Alter. Ich komme. Also fighten wir auf jeden Fall. Und ja, chillt einfach kurz so. Pauken. Ich hab mit deinem Prio. Sola ist legit für sich und ich chill auf der Wand. Die werden gleich engagieren. Wir bumsen ja komplett weg. Ich kann hier Chokepulse und so kann ich easy treffen. Ja, dann kurz hier, dass ich da warten kann. Wollen wir den starten jetzt oder? Danke. Oder wollen wir fighten? Ich kann doch hier. Ich kann doch hier hinter uns. Achtung von dir, Kassadin. Ich hab noch Exhaust. Ich zone die hier an der Seite. Ja, mehr kann ich gerade nicht machen. Ah, oh, ich werde schon Kassa da komplett. Das war so fucking obvious, das hier. Ah, das war super bad. Total, ja. Dass wir auch beide Kills aufeinander stehen, ist auch einfach super bad. Vor allem, das waren eigentlich nur Arthur und Kassa, die in der Leona, Ornn und Aphelios habe ich halt hier gesoned. Ja, nee, das war ja halt one-shotted. Ja, ja, das war. Ich dachte, die sind hier. Ich habe komplett gar nicht mitbekommen, dass die von da kommen. Ich habe TP ab. Können wir da trotzdem noch was machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Daubt. Mit einer Bombe oder so kannst du ja gucken, ob du vielleicht irgendwie noch ein, zwei Snacks oder so, aber ansonsten. Ist da kein Ward hier irgendwie oder so. Moin, Chef. Ja, macht halt super was. Ich gehe für einen Lucky Punch, ne? No? Da ist LOL! Was soll ich sagen? Ich will keinen Smite haben, Alter! Kurz mal LOL! Ich will dir auch keinen Damage-Stop machen, ne? Einfach durchziehen, Jungs! Immer auf da! Ich war jetzt schon bei 1k, die dachten, die können es bursten. Das kann uns tatsächlich übel jetzt Zeit geben. Ja, wir können richtig chillen. Vielleicht da, Sola? Das macht doch nicht mal halb gut, was ich in dem Game schon geintet habe. Aber! Ich bin da, Jungs. Soll ich gerade Top-Wave noch versuchen zu halten? Fällt eh, ne? Das ist so belastend, mit Yumi Warden zu gehen. Ich hab echt halt Struggle, wie ich mich im Team halt überhaupt positionieren soll. Einfach ganz, ganz, ganz einfach weg. Hinter mir! Straight up hinter mir! Ganz weit weg von Johnny. Wir müssen die quasi zwingen, auf Kevin zu ballern und ich kann ihn so viel heilen. Achtung. Nice. Der macht mir mit einem Q halt 600 Damage inzwischen. Ja, ich heile dich mit einem. Arthur war top, ne? Ja. Kassa ist Level 14. Ordnung ist zu Kevin, groß. Alter. Warte mal, ich will jetzt dann eigentlich noch haben vom Fight. Okay, soll ich dann nochmal Top Wave holen gehen? Willst du noch resetten oder was? Ich hab noch nicht genug Gold, Alter. Mal, könnt ihr mir hier ein bisschen Angst. Ja, wir sollten gerade mit dem Nash sollen wir jetzt gleich wieder ins Aram gehen, ne?
Wir sind jetzt schon eigentlich. Ich geh jetzt zu Kevin. Ich geh jetzt zu Kevin. Kevin, ich brauch dich. Dafür bin ich zu viel. Hier? Oh, ich bin noch relativ weit weg. Ich bin unterwegs. Okay, nice Flash. Kasse in die Spot, lass bitte Tier 2 siegen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 4 Teamfights in Folge inte? Das holen wir. Kein Midlaner intet 4-mal. Den haben wir, oder? Ja, lass einfach durchziehen, Junge. Und weitermachen? Wir haben einfach durch hier. Oh, 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 jetzt oder nie, Alter. Achtung, Kassadin von oben. Ich bin tot. Okay. Kassadin? Ich hab noch Ult, ich sauge den Aphelios. Alle gerootet. Ich komme zu dir. Ja. Jetzt kannst du Sola. Können wir noch machen? Vielleicht! Okay, doch nicht. Leider nicht. Aber knapp. Die Knockups waren too much, ich hätte vielleicht noch woanders den Flaschen sein. Junge, die Aphelios knallt, aber das ist. Das ist der Haus. Was kann ich bauen? Ich komme Randuins. Okay, in 2 Minuten ist der Mountain. Na, das war klar, antiklimatisch. Als ob sie mich bis dahin chase, Alter. Was ist denn bei ihr schon wieder los? Oh, Jungs, ich bin ehrlich, das Spiel belastet mich gerade maximal. Ich habe überhaupt nichts zu melden. Ich werde einfach jeden Fight einmal vom Kasten einmal angesprungen, hab 10% Leben. Das ist so unlustig. Aber ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun soll. Also ich stehe halt wirklich schon 8 Kilometer hinter allem, aber das ist ja krass. Ja, wieso da beide nicht immun könntest, ne? Einfach Damage Morph, mein Mortius. Das bringt auch nichts gegen den, wirklich nicht. Der kann mich 3-mal töten in einer Kombo. Ja, aber es macht's halt top, langsam. Top, fahr mal. Ich hol. So, 1-10. Der Felios. So, hast du Gold für eine Stopwatch? Nee. Ich hab Level 16. Ich glaube, wenn wir beide Stopwatch für den Mountain Fight holen, das ist actually eine Idee, weißt du? Dann springt er rein und dann kriegt er keinen. Ja, das wäre auf jeden Fall gut, wenn der Zeit rausholt. Ja, ich hole Stopwatch für den Mountain. Aber wir müssen jetzt beim Mountain müssen wir fighten, ne? Ich glaube, schon Mordes Mail und dann jetzt geht's ab. Let's go. Guck mal, jetzt noch Major, jetzt wenn wir den gewinnen wir das Game. Ja, mach. Ja. Let's go. Auf geht's. Wir sind ziemlich spät dran. Let's go, Kevin. Auf geht's. Warte, ich brauch noch Peaks. Also die Idee ist, ne, Kassadin One-Shot, Sola oder mich. Wenn er mich One-Shotet, gehe ich in die Stopwatch und dann fickt ihr den. Und dann komme ich raus, ulte und der Rest ist bei Kevin. Ey, ihr müsst halt den Kassadin versuchen zu bumsen und ja. Ich gehe rein, 1 gegen 4. Und ich schicke dir eine Ult mit. Oder 2 gegen 4. Du kriegst ein Geschenk. Wie das? Achtung, Aatrox von unten, ne? Wollen wir über Midlane reinziehen, oder was? Ja, halt die Wave, wir machen mal die Wave. Erstmal. So. Wow. Kassabot. Da hocken die drin. Der wird da von hier kommen wahrscheinlich, der Kassadin? Ja. Wollen wir einfach ein bisschen stallen, das? Ah, da ist ein Turm drin. Bitte, ne? Gut, Sola kann mitholen die ganze Zeit. Google jetzt, glaube ich, gleich Engage. Oh, die sind nice. Hier ziemlich. Okay, schütz langsam, schütz langsam. Kassadin kommt hier. Kassadin, habt ihr gesehen, ne? Ja. 2 Sekunden Q, Kevin. Die machen den Drake. Wir machen uns locker flockig, ganz locker flockig. Schöner Q. Ist halt schon Level 16. 3000 auf dem Drake. Der Kassadin auf mir, ich hab Stopwatch an. Ich komme. Oh, scheiße. Nee. Das ist so unlustig, was der mit mir macht, wirklich. Ich kann nicht mitspielen. Schade. Das geht einfach nicht. Lass dir den Team spielen. Wir spielen das. Mehr kann ich nicht machen. Ich auch leider auch nicht. Ach Mann, ey. Schade. Ah, das ist eine Teamfight hier, wo... Ja, halt, wo ich getrollt habe. Ja, weiß ich nicht, was da passiert, aber... Wenn da wird das nicht so. Geist, das Teamfight hier. Versteh nicht, was ich gegen den Kassadin hab. Guck, outplayed. Ich hab Mage, da ist auch Sonya spawn. Scheiß OP, Alter. Ja, ich hab leider 3 Teamfights in Folge gehabt. Hä, was bringt denn Sonya gegen Kassadin? Ja, was soll überlebt das denn? Ich lebe gleich das Death immer noch. Sicher, Death. Schade. Kassadin hat kein Mana mehr. Die werfen aber jetzt. Ich muss sagen, ja, kein Mana mehr. Achtung, vielleicht geht noch was. Wieder geht noch was. 7 Sekunden. Guck mal, der suicided. Oh! Nee. Oh, was? Den schnapp ich mir. Ah, na klar, kommt der weg. Ah, aber Yumi gefällt mir, Alter. Die werde ich in so einem Spiel richtig spielen. Ist das so? Kriegt man da nicht Krankheit, ich mach mit 10 Damage. Spielt?
Ich dachte, ich wäre richtig useless. Ich bin halt schon wieder nur umgefickt worden, dieses Game. Ey, das ist so schlimm, wirklich. Kevin und ich hatten Spaß wenigstens. Ich hatte auch Spaß, Alter. Ich habe eigentlich Spaß. Die ganze Zeit nur disengaged und dann war ich aus dem Team vertraut. Ah, ich habe mehr Damage als Aphelios, immerhin. Ich glaube, also ich glaube wirklich, dass wenn ich die nicht drei Tiefer zuvor getrollt habe, gewinnen wir das halt einfach dann mit Game. Weil wenn wir einmal diesen Siege machen und die sich mit dem Engage sofort ficken, ist halt auch. Ja, sowieso, das stimmt. So, das stimmt. Wir waren so close dran, so. Kassadin hätte ein Item weniger gehabt noch. Ja. Und ich meine, also vor allem das Ding war, ich hätte überlebt und Kutscher ja auch. Ne? Ich bin ja mit meinem W in die Gegner reingejumpt und hatte Kutscher auf mir. ich habe halt wie alte Yumi gespielt, du kannst nicht mehr wechseln, das geht nicht. Wenn du. Also du kommst halt nicht mehr, wenn du einmal interrupted wirst, hast du einfach 5 Sekunden Cooldown auf alles. Aber ich fand die Idee, da zum Aram zu machen, auf Fedio zu engagen können, war glaube ich, der richtige Weg. So. Ja, das war sowieso gut. Das war schon fein und Kevin war auch stark genug in den Midgame-Fights, das ist halt nur. Ja. Ja, dieser eine Fight da in der Mitte und dann. Ja, ich glaube, wenn Kassel ein bisschen gestoppt und dann der nächste hat auch ein bisschen Kills bekommen, weil wir aus dem letzten davor schwach waren und dann. Ja, genau, das. Hat es ein bisschen gesnobbelt. Und wir waren sogar nur 3K hinten bei der 22. Also haben wir noch gut gehalten, ey. Ja, das hat sich ja das angefühlt, aber ja. Naja, hat muss aber sagen, der Kassel, also der Orn Jungle Flex, der hat mich auch. Also, das war gut. Die hätten jeden scheiß Jungler spielen können. Ja, es geht hier um den Kassadin-Pick. Ja, das ist. Achso, ja gut, ja klar, natürlich. Sicher. Aber schade. Nice try. Nice try. Haut rein. Macht es gut.